Grüezi miteinander. Am 9. Juni wird das Schweizer Stimmvolk auf Bundesebene über 4 Vorlagen befinden. 3 davon sind Volksinitiativen und bei der 4. Vorlage geht es um ein Bundesgesetz, gegen das ein Referendum ergriffen wurde. Die Vorlage Nummer 3, die Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit, haben wir uns bereits angesehen. Bevor wir jetzt mit der Prämienentlastungsinitiative starten, will ich einige Dinge zwecks Transparenz vorausschicken. Seid euch im Klaren, dass ich kein objektiver Berichterstatter bin. Weder beanspruche ich für meine Beiträge Neutralität oder Unvoreingenommenheit, noch mache ich einen Hehl daraus, was ich selbst für richtig erachte. Was ich aber garantieren kann, ist, dass ich mit diesen Beiträgen keinen einzigen Rappen verdiene, ich nichts monetarisiere und auch keine Partnerschaften eingehe. Ihr werdet zudem für solche Abstimmungen alle relevanten Informationen in der Videobeschreibung finden. Darunter das Abstimmungsbüchlein, die Seiten von Befürwortern und Gegnern und alle zusätzlichen Daten, die ich herzeige. Macht euch also auch unbedingt selbst ein Bild und glaubt nicht ungeprüft das, was ich hier sage. Wenn ihr euch unkompliziert noch mehr informieren wollt, dann empfehle ich euch die kostenlose App VoteInfo. In der findet ihr wirklich alles Relevante zu allen Geschäften. Kantonale und kommunale Vorlagen in eurem Wohnort, Ergebnisse, Erinnerungen für Abstimmungen, aber auch die Videos des Bundes. Der Bund erstellt zu allen Abstimmungen sehr kurze Erklärvideos, die in aller Regel sehr ausgewogen, sachlich und klar verständlich sind. Niedrigschwelliger wird direkte Demokratie nicht mehr. Ein hartnäckiger Stuhlgang reicht, um sich mit dem Smartphone über mehrere Vorlagen zu informieren. So einfach, sich über anstehende Abstimmungen zu informieren, war es also noch nie. Und nein, ich bekomme natürlich kein Geld für diesen Hinweis, ich finde die App einfach gut. So, beginnen wir nun mit der Volksinitiative, maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien oder die Prämienentlastungsinitiative. Und eigentlich sagt der Titel bereits sehr präzise aus, was die Initiative erreichen will. Wir alle bezahlen Prämien für die Krankenkasse, unsere Krankenkassenbeiträge. Und diese Prämien steigen und steigen und steigen. Weil für viele Menschen dieser Kostenpunkt kaum mehr zu stemmen ist, erhalten rund 25% der Bevölkerung Prämienverbilligungen. Und diese Volksinitiative setzt genau hier an. Sie verlangt nämlich, dass die Prämienhöhe für die Versicherten höchstens 10% des verfügbaren Einkommens ausmachen darf. Die Krankenkassenprämien sollen für uns also gedeckelt werden, auf eben ein Zehntel unseres verfügbaren Einkommens. Die Prämienverbilligungen für jene, die künftig weniger bezahlen, soll zumindest 2/3 der Bund übernehmen. Jetzt müssen wir einige Grundsätze verstehen und klären. Was genau das verfügbare Einkommen sein wird, das wird der Gesetzgeber in der Umsetzung festlegen. Es gibt natürlich Ideen und Anregungen vom Initiativkomitee, aber die ganz konkrete Umsetzung wird das Parlament vornehmen. Diese Volksinitiative stellt uns, das Stimmvolk, auch vor 2 Grundsatzentscheidungen. Die erste ist die Frage, ob die Krankenkassenprämien an das Einkommen gekoppelt werden sollen. Wollen wir das? Ja oder nein? Deswegen sind auch die finanziellen Folgen dieser Volksinitiative schwer vorherzusagen. Der Bundesrat geht von Kosten in Milliardenhöhe aus, Befürworter hingegen von massiv weniger. Und was letzten Endes eintreffen wird, hängt von der Umsetzung der Initiative ab. Denn die Prämienverbilligungen, die kleinere oder mittlere Einkommen erhalten, könnten bei großen Einkommen kompensiert werden. Wer sehr viel verdient, der hat relativ großen Spielraum, bis die 10% des verfügbaren Einkommens erreicht sind. Wie sehr diese Möglichkeiten ausgereizt werden, das liegt beim Gesetzgeber. Diese erste Grundsatzfrage, ob die Prämien ans Einkommen gekoppelt werden sollen, können wir also am 9. Juni mit beantworten. Ja oder nein? Die zweite Grundsatzfrage betrifft die Kantone. Je nach Wohnort unterscheiden sich die Belastungen durch die Krankenkassenprämien massiv. Diesen Flickenteppich könnten wir mit einer Bundesregelung etwas eindämmen und entschärfen. Auch dieser Pseudowettbewerb unter den Krankenkassen könnte durch eine Deckelung der Prämien aufgeweicht werden oder man könnte mindestens den Druck auf Bund und Kantone erhöhen, um strukturelle Probleme konsequenter anzugehen.
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative zwar ab, sie haben jedoch einen indirekten Gegenvorschlag erarbeitet. Dafür kurz noch einmal die Auffrischung: Bundesrat und Parlament haben die Möglichkeit, bei Volksinitiativen Gegenvorschläge einzureichen. Das machen sie zum Beispiel dann, wenn eine Initiative grundsätzlich stimmig ist, aber auf Gesetzesebene besser aufgehoben wäre. Oder auch dann, wenn einige Aspekte der Initiative zu weit gehen. Von einem direkten Gegenvorschlag sprechen wir, wenn der Gegenvorschlag auf derselben Rechtsebene ist. Also der Verfassungsänderung wird eine andere Verfassungsänderung gegenübergestellt. Wir als Staatsvolk stimmen dann über beide Vorschläge ab und bringen noch dazu zum Ausdruck, welcher Vorschlag in Kraft treten soll, falls beide angenommen werden. Das ist dann die Stichfrage. Bei einem indirekten Gegenvorschlag tritt der Gesetzesentwurf dann in Kraft, wenn die Volksinitiative zurückgezogen oder an der Urne abgelehnt wurde. Und bei dieser Prämienentlastungsinitiative haben wir einen solchen indirekten Gegenvorschlag. Und der sieht so aus. Bund und Kantone beteiligen sich an Prämienverbilligungen. Der Bund erhöht automatisch seine Beträge an die Prämienverbilligungen, wenn die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung steigen. Die Kantone müssen das heute nicht. Neu sollen alle Kantone dazu verpflichtet werden. Mit diesem Gegenvorschlag würden die Kantone die Prämien um zusätzlich 360 Millionen Franken verbilligen müssen. Einige Kantone erfüllen diese Anforderungen bereits. Wenn die Initiative abgelehnt wird, tritt dieser Gegenvorschlag in Kraft. Außer natürlich, es wird wieder das Referendum dagegen ergriffen. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht passieren, denn alle Parteien haben den Gegenvorschlag unterstützt. Das bedeutet, dass sich auch bei Ablehnung der Initiative zumindest ein bisschen was ändern wird. Vielleicht noch als grundsätzlicher direktdemokratischer Einschub. Das zeigt eben auch, dass Volksinitiativen etwas bewirken, selbst wenn sie keine guten Chancen haben. Das meine ich generell, unabhängig von dieser Volksinitiative hier. Wir werden in Zukunft über so manche Volksinitiative abstimmen, die Stand heute nur sehr geringe Chancen hat, aber eventuell durch einen Gegenvorschlag etwas bewirkt. Doch auch ohne Gegenvorschlag können sie Wirkung zeigen. Während Abstimmungskämpfen erreichen wir Menschen, die wir sonst nie erreichen würden, und können Inhalte und Ideen an sie herantragen. Das nur als ganz kurzer Einwurf. Bundesrat und Parlament empfehlen, die Initiative abzulehnen. Sie verursache zu hohe Kosten und darüber hinaus setze sie keine Anreize, um die Ausgaben im Gesundheitswesen zu dämpfen. Das Initiativkomitee hingegen argumentiert, dass eine Deckelung viele Menschen vor der Belastung der Krankenkassenprämien schützen würde. Die SP, die Grünen und das MCG aus Genf empfehlen, die Volksinitiative anzunehmen. Alle anderen Parteien empfehlen ein Nein. Für die Tessiner Lega habe ich nichts Offizielles gefunden, der eine Nationalrat stimmte im Parlament jedoch gegen die Initiative. Wie das Schweizer Stimmvolk diese Frage beantworten wird, das werden wir am 9. Juni erfahren. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Vorlage.